Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Stardew Valley, heute wieder an einem regnerischen Tag. Und ja, wir sollten heute mal die Zeit nutzen, um die letzten 3 Hartholzteile zu sammeln. Wir werden sowieso noch ein paar mehr sammeln, weil wir wollen ja später auch unser Haus hier ausbauen. Und ja, da müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Ich guck mal, was wir jetzt so sammeln können. Von unserem ganzen Zeug sieht jetzt nicht nach besonders viel aus. Aber nicht so wild. Geh weg, böser Baum. Du sperrst mir meine Sicht hier. Okay, jetzt gucken wir mal, wie sieht's hier aus. Ah, hier sieht's schon besser aus. Paar Auberginen konnten wir mit sammeln. Hier sind die nächsten Nervensägen, die weg müssen. Für den Rest baue ich jetzt nicht extra was an. Nö, sehe ich gar nicht ein. Oder Moment, wir haben ja noch was mit. Könnten wir eventuell noch was machen? Hier und hier, was so weggegangen ist. Da haben wir da wenigstens was mit. Ja, aber mir wäre jetzt erstmal ganz, ganz wichtig. Ich schaue nochmal ganz kurz hier lang. Oh, ein rotes und ein grünes Ei. Geht mal bitte schnell wieder an euren Platz. So. Suchen jetzt mal hier so ein bisschen was zu brüten. Der Rest, der kommt erstmal hier rein. Ah, hier kommt man auch wieder. Was draus machen. Gut. Wie dem auch sei, wir gehen weiter. Ich möchte jetzt, wie gesagt, noch schnell die letzten Hartholzteile sammeln. Weil ich weiß ja zu 100%, dass unser Seemann dann doch nicht aufmacht den Laden, was ich zwar sehr komisch finde. Aber naja. Holzzaun, Legenddurch, Kugelfisch, Lauch. Nicht irgendwas, was uns hier besonders ansprechen tut. Ein Ziegenmilch für über 1000 Gold. Nee, nee, nicht mit mir. So. Wie gesagt, wir sammeln jetzt alles das, was hier im verbotenen Wald an Hartholz ist. Und danach geben wir den ganzen Kram ab. 200 braucht man ja eigentlich bloß. Sehr gut. Und wenn wir mehr haben, ist es ja wie gesagt nicht schlimm, weil wir wollten ja unser Haus mit ausbauen. Gut, ich gehe mal kurz hier runter. Da war ja noch der Rest. Okay, das war's dann. Weg mit dir. Kommst hier kaum durch. Gut, jetzt aber mit Elan. Nein, wir gehen jetzt. Wird nicht mehr gespielt. Ich trinke gleich mal meinen Kaffee, dann geht das mit dem Laufen noch schneller. Sehr gut. Ach, wir haben sogar einen doppelten Kaffee. So, einmal hier durchgelaufen. Und dann sind wir hoffentlich ganz, ganz schnell unten am Strand. Wo wir diesmal, ja, das Boot heute fertig bauen können, weil wir haben alle Materialien, die wir jetzt dafür benötigen, haben wir ja da. Und ich muss sagen, ich bin mehr als gespannt,
was da jetzt so für eine Szene auftauchen wird. So. Ich muss hier mal durch. Gut. 5 Batterien. 5 Iridium. Und 200 Harthölzer. Alle Materialien wurden gefunden. Das Boot wird über Nacht repariert. Ach, über Nacht. Haben die Junimus da wieder ihre Hände im Spiel? Man munkelt. So, ansonsten ist hier jetzt nichts Besonderes dabei. Hat er denn dafür eine Tasche? Angelkasten voller Köder und Haken. Wir können ja jetzt diesen besonderen Köder herstellen. Deswegen sollte ich das Zeug mal anfangen zu sammeln. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Du kriegst noch was von mir. Als Belohnung kriegst du eine leckere Algensuppe. Lass ja schmecken. Der mag keine Algensuppe? Gerade der! Bin schockiert. Bin so schockiert, dass ich sage, wir hauen hier ab. Mir reicht's. Habe zwar keine besonders vielen Bomben mitgenommen, eigentlich gar keine. Aber das ist mir relativ egal. Weil ich möchte jetzt einfach bloß hier in der Schädelhöhle mal wieder so ein bisschen farmen gehen. Bin ja echt gespannt, was uns erwarten wird. So. Geht's direkt weiter runter. Vielleicht droppen wir ja wieder so ein paar von diesen netten Geoden. Aber, oh, Nase krabbelt. Ah, unfair. Unfaire Mittel hier. Ah, jetzt. Vielleicht können wir da, ja, nochmal so ein Teil holen, ne? So ein Teleportteil. Ich würde mir auch nur eins holen, versprochen. Aber hier kommen nicht viel bei rum. Außer, dass ich angegriffen werde. Nicht mit mir. So, jetzt gucken wir mal hier. Ja, Energie geht schnell runter, aber das ist nicht so wild. Hier haben wir schon mal die erste Omni-Geode. Ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt suche ich bloß noch den Ausgang nach unten. Ja, in der Zwischenzeit jagen wir auch noch mal ein bisschen was an Schleim. Wenn wir da was finden. Ah, noch eine Omni-Geode. Ah, hier geht's weiter sogar. Mit einem Loch. Diese Nase, ey. So. Weiter geht's. Ey, da kam gar kein Zeichen. Ach, hier kannst du auch verteidigen. X und C. Naja, gut, das hätte ich auch in der Tastenkombi gesehen. Also in der Tastenbelegung gesehen. Jetzt essen wir mal ihren Käse. Hier wird ja gar nichts mehr angesagt. Hier kommen jetzt einfach so, wie sie lustig sind hier. Na, gleich mal eine Bombe mit dazu gekriegt. So, hier haben wir die nächsten Schleimteile. Ja. So, weiter geht's. Jetzt kam wenigstens mal das Geräusch der Geräusche. Weg ist er. So. Ah, noch so ein Schleimteil.
Aber auch noch kein weiteres Iridium, ne? Ja, dann trink halt einen Schluck Kaffee, ist mir auch egal. Passiert halt, ne? So, Kohle müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Eigentlich wegschmeißen wollte ich es jetzt zwar nicht, aber ja. Schöne Ware, die wir hier gekriegt haben. Ja, ich hätte es verkaufen sollen. Meine Schuld, ja. Aber wenn man so spontan sein will, ne, das ist halt sowas. Da passt, kommt sowas und sowas. Aber Kohle kann ich nicht liegen lassen. Das ist sowas fast Seltenes. Wenn du nicht gerade das in einem Verbrennungsofen reinschmeißt. So, damit wir die Mumie loswerden, werden wir ja nochmal so schön das Teil hinschmeißen. Und ab hinein. 8 Ebenen runter. Deswegen sag ich ja, genug Bomben geholt und dann lohnt sich die ganze Sache hier. Da kommst du ganz schnell in die 100. Etage. Mit etwas Glück. So. Ah, wollte ich anschleichen, ne? Nichts ist. Sehr gut, weg ist er. So, gehen wir mal hier lang. Weg damit, nächster. Da müssen wir doch mal ein bisschen Käse essen. Und hier unten haben wir Kohle. Sehr gut. Leider noch keine weitere Omni-Geode. Zwei haben wir bisher nur gekriegt. Also sollten wir jetzt noch eine kriegen, dann haben wir quasi dieses Teleportteil dann auch wieder drin. Sollten wir es finden. Aber bisher sieht es nicht danach aus. Immer drauf. Oh, hier. 20. Etage. Ne, das läuft doch ganz gut. Und da haben wir die nächste Omni-Geode. Also, wir haben so ein Teil jetzt wieder drin. Feuerquarz. So. Weg ist er. Also ich muss sagen, so gut lief's bisher selten, ja. Also das, was jetzt die Treppen hintereinander weg betrifft. Ein Quarz. Und ein Käse. Schau den Amethyst jetzt weg. Ist mir jetzt egal. Noch was zu sagen? Omni-Geode. Der Quarz kann jetzt da drinnen bleiben. Ja, daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Geht das jetzt mal weg? Wo ist das Gespenst denn? Ich war zuvor steinflüssend. Da ist er doch. Sehr gut. Und da gehen wir gleich mal weiter. Weitere Dings habe ich jetzt nicht gesehen. Also weiteren Treppenabstieg.
aber du bleibst jetzt hier. Während ich mich hier umsehe. Sehr gut. Gleich mal Käse. Sehr gut. Ja, auch wenn ich das Zeug jetzt hier liegen lasse, diesen Schleim, das ist jetzt nicht so wild. Gleich mal weiter runter. 38. Ebene. 39. Alter Falter. Ah, eine 40 haben wir schon mal geschlagen. Belohnung gibt es dafür nicht. Ja, es wird. Also so schnell bin ich dann noch nicht runtergekommen. Also das ist wirklich purer Zufall. 45. Etage. Ohne irgendwas, hä? Krass. Ja, viel fehlt eigentlich nicht mehr. Viel wert und ich. Gut, dass wir es durch einen Mülleimer zum Teil mit ersetzt bekommen. Sonst wäre ich hier echt aufgeschmissen gewesen. Ich will die Kohle haben. Und das will ich haben. Okay, geht's weiter. Bin mal echt gespannt, wie weit wir jetzt runterkommen. 53. Ebene. Mann, das war heute alles nur spontan. Nochmal 5 Ebene. 58. Geile Sache. So. Ja, die Knochen kannst du erstmal behalten. Die will ich jetzt nicht. 59. Wir werden hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen Käse essen. Ey, ich bin gerade so geflasht, dass es so geil läuft. Sechzigste. Gleich noch mal ein Amethyst als Belohnung. Quatsch, Amethyst, Iridium. Gleich weiter runter. 62. Ja, jetzt wird langsam die Zeit knapp. Aber geil. Mega geil. 62 Etagen einfach mal so nach unten. Und auf jeden Fall 21 mal Iridium mitgenommen. Also ich finde, das hat sich durchaus gelohnt. Noch weiter runter. 60. Na gut, jetzt reicht's aber. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Mine verlassen. 63 Etagen nach unten. Krass. Richtig krass. Also ich sag das nur so, weil ich habe das im privaten Account zum Beispiel größtenteils nur durch Treppen geschafft, ne? Also da hinzukommen. Geile Sache. Ja, dann holen wir uns jetzt keinen Teller, ist mir auch egal. Ich will jetzt nur nach Hause.
Jawoll. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was verkaufen. Kommst hier wieder hin und es regnet. Ganz toll. Düm, 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 düm. So, das, was wir eigentlich verkaufen wollten. Und die müssen wir behalten. Also das nicht, aber... Das, so. Ein bisschen Platz haben wir jetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, in welcher Form es repariert wird. Machen es die Unimus? Macht er das? Kommt da jetzt die Szene? Ach, die zwei machen das. Mit wie viel Liebe sie da drauf hämmern. Sehr gut. Bisschen was haben wir eingenommen. Zwar jetzt nicht die Welt, aber ein bisschen was. Ja, wie es dann hier weitergeht in der nächsten Folge, werden wir jetzt auf die nächsten Inseln kommen, vielleicht sogar schon. Mal schauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch da wieder mit einschaltet und sag schon mal bis dahin, euer Buddy und ciao.